So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der ETS. Siehst du, ich wollte mal ganz kurz gucken hier. Fenster. Na doch, alles richtig. Okay. So. Wollte mal gucken, ob diese Fensterausgabe bei OBS zweimal drin ist. Weil in OBS stockert mir die Anzeige ein bisschen zu sehr, also die Vorschau. Ja. Wird schon schief gehen. Erstmal, Prost. So. Okay, wir fahren los. War der Gelbe nicht vorhin noch woanders? Wie kommt der da hinten hin? Wie steht denn der jetzt da links? Der stand doch letztens noch da so. Und nicht da. Da. Ich dachte gerade schon, er ist weg. Oder so. Der weiße Gelbe hinter uns steht auch so ein bisschen cool. Nee, ne? Sag jetzt nicht, dass ich das gerade das Spiel kaputt gemacht. Okay, der fährt schon mal. Und der fährt auch. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Stimmt, die Schranken sind offen. Das heißt, er darf einfach direkt durchfahren. Jetzt ist nur die Frage, ob er da bei dem Polizeiwagen klar kommt. Und ich fahre jetzt natürlich, ich mache jetzt natürlich wieder alles kaputt. So, kommt der Gelbe da lang? Ja, doch, er fährt an den Polizisten vorbei. Okay. Ah, Glück gehabt. Ich dachte schon. Aber interessant, dass sie beim Neuladen auch neu positioniert werden. Also, fange ich hier schon wieder an zu blinken. Nimm diese Ausfahrt. So, gut. Nachdem der Schreck vorbei ist und alles zu funktionieren scheint, ja, der folgt uns, können wir wieder die Musik anmachen. Let's go! Gut, dann haben wir bloß noch ein paar Kilometer vor uns. Da hinten ist so ein schönes Zielfähnchen. Ah, und ihr habt nicht gemerkt, dass das Ding ja aus ist. Sehr schön. Das heißt, ich muss mir dann für das Ein- und Ausschalten von diesen Navigationsdingsabums echt nochmal eine Taste überlegen. Das Problem ist halt, ich habe auf dem 10er Block keine Tasten mehr frei. Da ist, soweit ich weiß, alles belegt. Eine Scheiße. Kann ich mal kurz gucken? 7, 8 und 9. 4. 5 und 6 und 1. Achso, 1, 2 und 3 sind frei. Okay, das heißt, die könnte ich tatsächlich nochmal belegen. Genau, 0 ist Zoomen. Wobei Zoom habe ich zweimal, einmal auf der 0 und einmal auf dem Scrollrad. Das heißt, die 0 könnte ich auch neu belegen. Das geht ja eigentlich. Weil das Komma ist ja bei mir wieder aktivieren des Tempomates. Das heißt, hier könnte ich das wieder aktivieren, das Tempo. Ach, hier ist ja wieder diese enge Kreuzung, ne? Scheiße. Das heißt, ich könnte das wieder aktivieren vom Tempomaten, könnte ich auf die 0 packen. Und dann kann ich die Komma-Taste umbelegen als Ein- und Ausschalten vom Navigation, also vom Navi-Screen im Cockpit. Ah, passt ja so. Ah, cool. Oh, passt alles. Sehr schön. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Habe ich letztens also einfach nur zu sehr ausgeschwenkt.
ja, jetzt habe ich gerade nicht genug. Oh, der Polizist, der Polizeifänger schon wieder. Alter. Biege nach rechts ab. Termin. So, aber ich schwöre euch, das war jetzt das letzte Mal, dass diese Strecke gefahren sind. Irgendwie habe ich gerade im Gefühl, dass diese Strecke schon 5, 6 oder 100 Mal gefahren sind. Keine Ahnung. Die Strecke kenne ich ja mittlerweile auswendig. Das ist ja schlimm. Ist wahrscheinlich, weil es gibt ja halt so ein paar Strecken, die er drinne hat. Und die Strecke hier ist halt die, die am nächsten bei uns am Spawn ist. Und dementsprechend erwischen wir halt immer die. Ja. Und ich, Vollidiot, denke immer, ja, Italien ist schon ein schöner Ort, kann man schön langfahren. Ja, aber klar kann man da langfahren, aber halt nur ein, zwei Mal und nicht ein, 200 Mal. So, der fährt gerade aus und ich muss nicht weiter. Tschüss! Vorne ist es hier. Was war das gerade? Klang gerade sehr radikales Abkuppeln. So, ich bin mal gespannt, ob von hier auch noch Mission in die andere Richtung, also in die Richtung um und so geht. Gibt ja auch keine Mission. Keine Verlassmission? Was ist hier los? What the fuck? Gibt es gerade aktuell überhaupt keine Schwerlastmission oder was? Na, da oben irgendwo. Ich habe wirklich nur so ein paar Slots zu geben. Ist immer die Strecke oder immer da unten? Also, so viele scheint es nicht zu geben. Genau, da hinten ist auch mal das gleiche Ding. Okay, das Ding ist jetzt neu. Ja. Okay, also ich schätze mal, machen wir doch lieber eher in der freien Fahrt. Bei uns in der Nähe gibt's nichts. Ah, ne. Gut, gibt's sonst irgendwelche interessanten Sachen? Oh, der zum Beispiel ist ein schöner. Ja, was ist das für ein Lied, Alter? Oh, 51 Tonnen. Der sieht geil aus, der Auflieger. Schöne Lackierung, ne? Also der Beat von dem Lied ist schon geil, aber das, was die da singt... Naja. Die Dame ist wohl ein bisschen untervögelt. Wie man so schön sagt. Haben wir irgendwelche schöne Doppelauflieger oder sowas? Nee, ne?
Nö, keine Doppelflieger whatsoever. Schade eigentlich. Hier hinten haben wir gar nichts. Hier kann ich was anklicken. Aber hier in dem Gebiet gibt es ja echt gar nichts. Ah, gut. Oh. Das ist ja schon lange. Fracht. Fahrt meine ich doch. Ach, hier war das, genau. Tja, aber wollen wir das Ding mal nehmen? Aber kurz, ich guck mal kurz in den Schnellaufträgen, was wir da so viel Schwerlaufmissionen finden. Da oben zum Beispiel könnten wir halt wirklich einfach mal machen. Das war ja die wir ganz am Anfang probiert hatten, ne? Ist das nicht die? Nutzfahrzeugchassis. Ha. Wisst ihr was? Hä? Oh, falsche Taste. Hier. Fahren. So. Wow. Wir speichern mal. Für den Fall, dass die Mission wieder die ist, wo wir bei der Alpha-Wand aufgehängt haben. Und wir uns jetzt wieder aufhängen. Das heißt aber gleichzeitig auch, ja, es ist genau die Strecke. Das heißt, die Strecke haben wir auch schon ein paar Mal gefahren. Und ja, auch wieder genau die. Okay. Das meinen die also mit Nutzfahrzeug-Chassis. Ich dachte, mit Nutzfahrzeug-Chassis meinen die ein Chassis, wo Nutzfahrzeuge rauf können. Also irgendwie so ein Gerüstart mäßig. Aber nee, das ist genau das Ding, was wir ganz am Anfang hatten. Also, ich heute am Anfang hatte. Für euch war Folge 97. Let's go. Kann ja nicht schief gehen. Ach ja, bei dem Alkohol muss ich ja wieder den Spiegel einstellen. Links sehe ich ja gar nichts. Fuck. So, Sitz einstellen. Nein. Spiegel einstellen. Oh, rechts. So. Sollte passen. Jetzt habe ich ja wieder ein bisschen Übung mit den ausschwenkenden Aufliegern. Ja. Vielleicht habe ich es jetzt ein bisschen besser. Ohne mich direkt wieder aufzuhängen. Gerade da vorne, hier, diese schwarzen Steine. Da hatte ich mich ja letztens auch aufgehangen. Aber hier ist es halt so eng. Ich weiß gar nicht, wie wir langfahren sollen, ohne uns aufzuhängen. Ja, sieht gut aus. So, und jetzt hier. What the fuck? Wieso rutsche ich denn? Lol. Ah. Da liegt doch gar nichts auf. Obwohl, ah doch. Ich riech. Ich rutsch halt einfach seitwärts. Ach, ich hab. Och nee. Ah, okay. Hat doch Allradantrieb. Also, nicht Allrad, aber. Also. Sah grad so aus, als wenn nur die hintere Achse angetrieben wäre. Digga, dieser. Guck mal, ich hänge hier nirgendwo drauf. Trotzdem kann ich nicht losfahren. Wo sind denn hier überall Alpha-Wände? Die tiefst doch ja nicht. Kann hier fahren, wie ich möchte. Wow.
An dieser Stelle hier scheint eine super breite Alpha-Wand zu sein. Und an der komme ich einfach nicht dran vorbei. Guck mal, da ist links, also rechts ist massig Platz, links ist massig Platz, aber ich kann nicht losfahren. Ich rutsche und rutsche und rutsche. Das ist doch ein Witz. Jetzt bin ich runter von der Alpha-Wand, wo immer die war. Ist doch bekloppt, Alter. Eieiei, das wird ein Spaß. Oh Mann. So, und da vorne ist die. Das Ding, wo wir uns in Folge 97 aufgegangen haben. Da bin ich mal gespannt. Das scheint also auch noch eine schicke Alpha-Wand zu sein. Jetzt wieder den Tag vermiesen wird. Also am besten dort ganz weit nach links ausschwenken. So, dass wir gar nicht in die Nähe von dem Ding da kommen. So, und jetzt ganz weit weg hier. So, schön auf dem Rasen. Und wie jetzt kommt der Alpha-Wand, dann hau ich euch alle. So, hier doch. Freie Marzipan hier. Quer über die Wiese. Oh Mann, Alter. Achso, ja. So, Differenzialspiele wieder raus. Das hier ist eine Schrecke, sage ich euch. Die müssen echt die Stelle überarbeiten. Also die ganzen Alpha-Wände dort, da kannst du mit dem Schwerlasttransport nicht langfahren. Zumindest nicht mit der Fracht. Es gibt ja auch Schwerlastauflieger, also Schwerlastfrachten, die etwas schmaler sind. Ne, diese Silos zum Beispiel. Ja, mit sowas könnte man vielleicht langfahren, aber nicht mit dem Nutzfahrzeug-Chassis. Denn das Ding ist einfach nur assi. So. What the fuck just happened? Hier ist doch schon wieder irgendeine Alpha-Wand, oder? Guck mal, ich würde an dem Schild da locker vorbeikommen. Aber er sagt so, nö. Nicht mit mir. Heute nicht. Alter, das ist doch nicht wahr. Ja. Das Ding stößt an dem Schild an. Weil irgendeine Alpha-Wand zu breit ist. Das ist doch nicht wahr. So. Nee. Was tun die wollen von mir? Wo vorne natürlich auch überall Schilder. Das wird ein Spaß, das sag ich euch, ey. Schauen wir, kommen aber keinen, ne? Oh, doch. Naja. Was willst du denn machen? Ah, der Scanner, der zieht sich schon an. Sehr geil. Der hat auch ein Klettergetriebe. Merkst du daran, dass wir jetzt schon im 10. Gang drin sind? So ein Getriebe bräuchte man eigentlich auch beim Volvo. Der könnte der auch richtig heftig anziehen. Aber da wäre eher so ein normales Getriebe drin. Alter, wie stark der LKW in die Neige geht in den Kurven, ey. Ich meine, gut, im Normalen wäre bei der Kurve auch der Auflieger hinten umgefallen. Weil der Gewichtsmittelpunkt ist ja relativ weit oben mit der Fracht. Aber gut.
War das hier nicht der Berg, wo wir uns bei der allerersten Schwerlasttransportmission so Aufgang hatten, wo wir dann in das manuelle Getriebe schalten mussten, weil das Automatikgetriebe hiermit überhaupt nicht klar kam? War das der Berg hier? Die Gegend sieht zumindest bekannt aus in dem Zusammenhang. Da hinten können wir Foto machen. Bitte lächeln. So, schön Seitenprofil. Ja, eigentlich müssen wir von der anderen Seite ein Foto machen, damit wir auch den LKW gleichzeitig sehen können, ne? Weiter können wir auch nicht. Hier ist Schluss. Weiter in die Richtung geht nicht. Ja, super. Ah, können wir zumindest die Brücke als solches fotografieren. Let's go. Hoffentlich kommt es hier kein Gegenverkehr. Weil ich weiß nicht, wie ich auf der Brücke Gegenverkehr durchlassen soll. Gut, da vorne ist ein Polizeiwagen. Vielleicht blockt der alles. Ja, das ist selber. Außerdem kommt ihr kein Gegenverkehr. Sehr schön. Hätte man das auch geklärt. Aber doch, das hier ist, glaube ich, jetzt genau die Bergstelle, wo wir uns Aufgang hatten damals. Oh ja. Alter, man merkt schon, der Scania hier mit seinem Getriebe hat hier echt überhaupt kein Problem. Tja, naja, nur wie gesagt, ich will jetzt natürlich meinen Volvo auch nicht für Berg optimieren. Weil, ja. Das vordere Fahrzeug war an andere Verkehrsteilnehmen. Achso, das rauscht jetzt davon. Tschüss, schreib mir Briefe. Wobei, so viel schneller fällt es jetzt auch nicht, ne? Dann haben wir es eingeholt. Die Gegend, die sieht schon geil aus. Muss man schon einfach sagen. Ich liebe diese Gegend. Hier Neigekurve hier, wow. Sehr cool. Ich frage mich, kommt die Stelle noch oder nicht? Weil die Gegend hier sieht genau so aus wie die Gegend, wo wir uns damals Aufgang hatten. Ist ja mittlerweile schon Jahre her, die erste Folge. Aber eben, da war kein Fluss in der Nähe. Oh.
Habe ich gerade die Leitplanke geküsst oder ein Fahrzeug? Weil, so wie es aussah, hat es noch zu beiden hin Platz gehabt. Oder ist die Fracht breiter als dieses komische weiß-rote Schild da? Hm. Eigentlich nicht, ne? Ja, ich glaube, hier war die Stelle. Selbst das Scanner stockelt jetzt hier gerade. Ja, doch, da war es wirklich dieser Pass hier. Oh, Alter. Also, ich stehe gerade mit meinem Fuß auf dem Gas. Oder. Ehrlich gesagt, Anna, ich stehe mit meinem Finger auf der W-Taste, aber ist ja gleichbedeutend. Oh, jetzt geht's wieder schneller. Bremst du nicht ab? Fahr! Fahr ich hinten rauf. Denn bei dir, bei den Bergauf-Dingern hier teilweise brauchst du echt Schwung. Sonst fahren wir ewig. Oh, da vorne ein Abzweig. Wie viel Platz wir da haben? Überhaupt keinen Platz. Das heißt Leitplanken. Links und rechts Leitplanken. Fick die Henne. Biege nach rechts ab. Aber schon wieder wird. Let's go! Ja, passt doch. Oslo! So, können wir jetzt hier irgendwo mal Pause machen? Wie eine Parktasche oder sowas? Nee, ne? Und auf dem Grünstreifen rauffahren können wir jetzt auch nicht, weil das Leitplanke, aber da vorne nicht die Leitplanke. Können wir da so schön Pause machen. Dann wird es auch mit der Folge auch gewesen sein. Und wir sehen uns dann zur Wow. Zur nächsten Folge wieder. Ja, bis dann.